Salut Gabi, schönes Foulard. Danke Christian, sogar zwei. Da ist bei euch Freisinnigen wenigstens etwas klar positioniert. Wir haben sehr klare Positionen. Das schon, einfach jeden Tag eine andere. Klare Positionen sind einfach im Moment nicht gefragt, sondern Emotionen, Emotionen, Emotionen. Wir von der SP setzen vor allem auf Taktik. Wir verlieren absichtlich jede Kantonalwahl, damit wir nachher für die nationalen Wahlen gut aufgestellt sind. Mit der genau gleichen Taktik sind wir Freisinnigen zu einem emotionslosen Häufchen zusammengeschrumpft. Wir sind bedeutungslos geworden. Sogar die CVP will es nicht mehr in ihrer Mitte-Holding. Christian, bitte, wir wollen nicht zu einer Rechts-Mitte-Links-Holding zusammentun. Nein, wir klären gerade mit der SVP ab, ob wir eine Anti-Mitte-Koalition bilden sollen. Ich kann das nicht verdenken. Ich hoffe nur, dass sich bis zu der Wahl unsere zwei Bundesräte noch ein bisschen profilieren. Da der Burkhalter und der, wie heißt er jetzt da, unser zweiter, der, Schneider Ammann? Der meine. So wie der agiert und redet, ich sage dir, da schläft mir das Gesicht ein. Wenn dir das Gesicht einschläft, Gabi, dann muss es sehr schlimm um euch stehen. Ich muss dir etwas gestehen. Ich selber habe manchmal das Gefühl, ich sei emotionslos und ein bisschen langweilig. Und was machst du dagegen? Schon wieder die Position wechseln? Nein, ich habe gedacht, ich fange an mit bunten Foulard. Das ist nicht schlecht. Man könnte es aber noch verbessern. Wie? Danke, Christian. Das ist eine klar positionierte Emotion. Yes! Jetzt noch eine heftige Foulardsteuer und der Kapitalismus beerdigt sich selber.